Das Spitzenquartett der dritten Liga kämpft am Samstag um Punkte im Aufstiegsrennen. Wegweisenden Charakter hat das Kellerduell zwischen Duisburg und Unterhaching für Meppen gegen den Halleschen FC, Tom Bürr. Imago Images. Den Auftakt in den fünften Spieltag machten der SV Meppen und der Halleschen FC. Das Freitagabendspiel, 19 Uhr, war zugleich die einzige Begegnung des Drittliga-Wochenendes, die nicht direkt mit dem Auf- oder Abstiegskampf die Emsländer gingen. Glücklich durch Amin, 10. in Front, doch verdienten sich die Führungen nach 2:10 Eberbahn, 43. kurz vor der Pause den Ausgleich, durch Winterneuzugang Dorr, unentschieden seinen ersten Treffer für in die Partie. Dynamo am Samstag im Landesduell mit Zwickau mit 44 Punkten thront Dynamo Dresden an der Liga an. Die Tabellenführung wollen die zuletzt zweimal siegreichen Sachsen auch im Landesduell mit dem FSV Zwickau am Samstag, 14 Uhr, unterstreicht. Doch auch wenn die Schwäne zuletzt eine bittere, weil von äußeren Witterungsumständen und zwei Eigentoren begleiteten Niederlage in München, 2:3, kassiert haben und unter der Woche vergeblich nach Saarbrücken gereist sind, ist mit dem FSV, nur eine Niederlage in 6 Spielen, zu Recht dritte Liga, 25. Spieltag Meppen Meppen 2:1:1:1 Halle Halle Duisburg Duisburg 14 Uhr Haching Haching Rostock Rostock Saar 14 Uhr Waldhof Waldhof 3. Liga, 5. Spieltag Meppen Meppen 2:1:1:1 Halle Halle Duisburg Duisburg Saar 14 Uhr Haching Haching Rostock Rostock Saar 14 Uhr Waldhof Waldhof Zwickau Zwickau Saar 14 Uhr Dresden Dresden Lübeck Lübeck Saar 14 Uhr Türkgücü Türkgücü Saarbrücken Saarbrücken 14 Uhr TSV 1860 TSV 1860 Ingolstadt Ingolstadt Saar 14 Uhr Klauten Klauten Bayern 2:13 Uhr Köln-Wicht. Köln-Magdeburg-Magdeburg so. 14 Uhr Ferl-Ferl-Wiesbaden-Wiesbaden. 19 Uhr Uerdingen-Uerdingen. 25. Spieltag 3. Liga. Tabellenplatz Verein Punkte 1 Dynamo Dresden 44 2 FC Ingolstadt 04 41 3 Hansa Rostock 39 3 Liga. Tabellenplatz Verein Punkte 1 Dynamo Dresden 44 2 FC Ingolstadt 04 41 3 Hansa Rostock 39 4 1860 München 38 5 SV Wien Wiesbaden 38 6 Türkgücü München 36 7 SC Verl 34 8 FC Saarbrücken 34 9 Waldhof Mannheim 33 10 Hallescher FZ 32 11 FSV Zwickau 29 12 SV Meppen 29 13 Bayern München 2 28 14 KFC Uerdingen 05 27 5 FC Kaiserslautern 25 16 FC Viktoria Köln 24 17 MSV Duisburg 21 18 Spielvereinigung Unterhaching 21 19 FC Magdeburg 21 20 VfB Lübeck 20 Tabelle 3. Liga 3. Liga, Torjäger 2020-21 Mölders Sascha 13 Beuth Herrens 12 Jan Lietsch Slatko Liga, Torjäger 2020-21 Mölders Sascha 13 Beuth Herrens 12 Jan Lietsch Slatko 12 Sliskovic Petter 12 Schipnowski Niklas 10 Hosina Philipp 8 Jakob Sebastian 8 Melon Maurice 8 Martinovic Dominik 8 Schröter Morris 8 Torjägerliste Batzt Ingolstadt winkt gleich zwei Clubs ein direkter Aufstiegsplatz. Ähnlich wachsam muss auch der zweitplatzierte FC Ingolstadt sein Heimspiel angehen. Die Schanzer treffen auf den wieder erstarkten FC Kaiserslautern, mit dem sich der FCE ein emotionales Hinspiel geliefert hat. 1 zu unterhaltsam ging es an jenem 6. Spieltag auch zwischen Waldhof Mannheim und Hansa Rostock. 1:2, so ist nun empfängt die Kurve, die den Relegationsplatz belegt, den Südwestklub zum Rückspiel an der Ostsee. Mannheim muss auf Defensivmann Hofrat, Gelbsperre, verzichten. Rostock fehlen Verhüllen, Gelb-Rotsperre und Sonnenberg. 5. Gelbe Karte, Hansa winkt aber ebenso wie dem TSV 1860 München der zweite Platz, Batzer der Konkurrenz vorausgesetzt. Die Löwen dürfen sich womöglich über eine leicht verkürzte Anreise zu ihrem Auswärtsspiel beim AFC Saarbrücken freuen. Witterungsbedingt könnte das Spiel an den Bornheimer Hang in Frankfurt verlegt. Im Windschatten des Quartetts lauert der formstarke SVW in Wiesbaden. Die Hessen müssen allerdings zunächst zuschauen, wenn die anderen Clubs vorlegen. Erst am Montagabend, 19 Uhr, ist das seit 8 Spielen unbesiegte Team von Rekordtrainer Rüdiger Rehm gegen den KFC Uerdingen Debüt im Kellerduell. Holt jetzt den ersten Punkt? Eng und spannend bleibt es im Tabellenkeck. Schlusslicht Lübeck empfängt am Samstag Türkgücü München. Vor allem aber das Parallelspiel zwischen dem MSV Duisburg und der Spielvereinigung
Ereignis im Zeichen des Abstiegskampfes. Im Mittelpunkt dann auf, beide Babel-Deutscher darf nach fast dreiwöchigem Warten seinen Einstand feiern. Ich bin froh, dass es endlich losgeht. Auf der Gegenseite rückte Arie van Lent nach nun 10 Partien ohne Sieg weiter in den Fokuspunkt. Gleich mit den beiden Clubs geht auch der erste FC Magdeburg in den Spieltag und bei den Elbestädtern ist der Coach eben Christian Titz gibt nach Misrad NM Auftakt. 1:2 in München, sein Heimdebüt. Am Sonntag, 14 Uhr, empfängt der FCM den SC Verl und dürfte zugleich hoffen, dass die 3 Punkte entfernte und auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz stehende Kölner Viktoria, am Sonntag, 13 Uhr, beim FC Bayern 2 Punkte lässt, wo die Trainer in der